Hey Kinders, was geht bei euch ab? Einige von euch haben es sicherlich schon im letzten Livestream mitbekommen. Es gibt wieder ein aktuelles Knife-Giveaway, und zwar dieses Gutknife-Fate. Das Ganze ist wieder sponsert bei Skin Baron, mein und euer Partner, wenn es darum geht, CSGO-Skins, die ihr besitzt, zu verkaufen für echtes Geld. Ihr könnt euch dann das Geld einfach auf euer PayPal-Konto oder euer Bankkonto auszahlen lassen und habt es dann eben im Real-Life und nicht nur auf dem Steam-Account. Es ist praktisch ein An- und Verkauf von Skins gemanagt über die Seite Skin Baron. Dort sind die Preise für Skins eigentlich so gut wie immer deutlich günstiger als auf Steam. Skin Baron selbst sieht so aus. Ihr könnt euch da sehr gerne über meinen Partnerlink anmelden, der hier unten in der Videobeschreibung steht, oder eben mit meinem Code, den ihr gerade eben gesehen habt, um mich zu unterstützen. Aber natürlich könnt ihr euch auch einfach so an der Seite anmelden. Voreingestellt sind immer die Schnäppchen zuerst und wenn man hier reinguckt, da sind natürlich schon Schnäppel am Start, wie dieser Schlüssel für 1,35. Hier gibt es sehr, sehr viele Skins, darunter auch viele Knives für den kleinen Taler. Ja, wenn man jetzt nicht so viel anlegen will, aber trotzdem was haben will, kann man hier eben reinschauen. Und dieser niedrige Preis kommt, wie ich vorhin schon erwähnt habe, eben auch unter anderem daher, dass die Gebühren hier deutlich niedriger sind als auf Steam und aber auch einfach aus dem Fakt heraus, wie man hier verkauft. Also wenn ihr hier auf Verkaufen drückt, dann wird euer Inventar kurz gescannt. Das kann natürlich je nach Umfang des Inventars etwas länger dauern. Ne? Wenn ihr hunderte von Skins habt oder eben auch Kisten und sowas, dann dauert das halt dann 10, 20 Sekunden. Ja, worauf ich eigentlich hinaus will, ist diese Preisfindungshelfer. Wenn ihr auf 100% stellt, das wäre der Preis, wie es auf Steam rausgehen würde, aber wahrscheinlich keiner kaufen würde. Darum steht ja auch, ich kann warten. Viele fragen ja immer, wie das ist, wie viel soll ich dafür verlangen? Dieses Teil hilft euch dabei. Wenn ihr wollt, dass es sehr schnell weggeht, ja, dann geht ihr einfach auf 75% und dann ist es so gut wie verkauft. Wenn ihr Zeit habt, dann könnt ihr auch auf 90 gehen, ne? Ihr seht dann auch direkt hier, wie sich der Preis live anpasst. Und die paar Sachen, die ich jetzt hier schon verkauft habe, da bin ich meistens auf 80% gegangen, weil es dann, sobald es da ist, es ist jetzt mit dieser 7-Tage-Trade-Sperre ein bisschen Wartezeit, die damit verbunden ist. Aber ja, sobald es eben verfügbar ist, ist es eigentlich auch schon direkt wieder verkauft. Aber natürlich könnt ihr hier auch einfach einen eigenen Preis einstellen. Also wenn ihr es für 2 Euro verkaufen wollt, dann gebt ihr einfach 2 ein und fertig. Das könnt ihr auch machen. Dieses Teil soll euch nur helfen. Und hier gehen eben, denke ich, die meisten so auf 75 oder 85% und schon ist der Skin einfach um einiges günstiger. Also gerade bei hochpreisigen Skins wie auf Steam. Auf Steam liegen die Skins halt ewig lang rum und werden nicht verkauft. Und wenn man dann das Teil verkauft, hat man eben das Geld nur auf dem Steam-Account und kann sich jetzt nicht einfach davon einen Hut kaufen oder sowas. Hier könnt ihr das eben easy machen. Sobald ihr dann nämlich was verkauft habt, erscheint das hier oben in eurem Guthaben. Dann klickt ihr einmal hier drauf und danach auf mein Konto. Und hier könnt ihr dann nämlich euer Guthaben einfach auszahlen lassen in Echtgeld. Auf euer Bankkonto, auf euer PayPal-Konto oder eben auf euer Bitcoin-Konto, falls ihr eins habt. Das sind übrigens auch die Einzahlungsgeschichten. Ihr seht auch direkt hier, wenn ihr auf irgendwas draufklickt, wie transparent die Seite ist. Hier stehen sofort die Gebühren mit dabei. Und ihr könnt auch hier unten, wie funktioniert es, auf Gebühren drücken und euch hier anschauen, wo was an Gebühren gezahlt wird oder was kostet. Auch solche Dinge, dass Auszahlungen ab 5 Euro möglich sind und so weiter und so fort. Ist sicherlich nützlich zu wissen. Da gibt es andere Seiten, da ist das irgendwie versteckt und da heißt es dann, ja, du musst aber erst deinen Account 1000 Mal aufladen und hast du nicht gesehen und erst dann kannst du auszahlen. Mittlerweile laufen Skin Baron und ich, glaube ich, auch auf die 2-jährige Partnerschaft hin. Es ist nach wie vor eine geile Seite. Ich habe da jetzt schon einiges gekauft und auch einiges verkauft. Es klappt super. Ab und an ist vielleicht ein bisschen viel Traffic auf der Seite. Ne? Also, dass einfach viel geschieht und dann dauert es ein bisschen, bis sie was geladen hat. Aber das ist natürlich nicht sonderlich schlimm. Und als kleiner Tipp noch von mir, gerade jetzt in dieser unsicheren Skin-Zeit, kann man natürlich gucken, dass man entweder, so wie es die einen machen, seine Skins verkauft, solange sie noch was wert sind. Was manche sagen, also ich will hier auf keinen Fall behaupten, dass die Skins bald gar nichts mehr wert sind. Aber diverse Skins fallen in den Preisen, das wissen wir. Oder man kann eben auch genau diesen Stand der Dinge nutzen und eben günstig Skins einkaufen. Also nicht zwingend für den Profit, sondern einfach nur, weil man schon immer mal diesen und jenen Skin haben wollte und jetzt ist er auf einmal 30, 40, 50% günstiger. Also schaut einfach mal vorbei, falls ihr die Seite noch nicht kennt. Ist echt ein schickes Teil, komplett deutsch auch, Support und Pipapo. Wenn ihr Probleme habt, könnt ihr einfach den Support anschreiben und bekommt auch eine verständliche Antwort und nichts auf gebrochenem Englisch oder so. Guck mal hier zum Beispiel in Bezug auf Schnäppchen, hier. Ein StatTrak Klappmesser Fate in FN. Wenn man jetzt auf CSGO Stash geht, die nehmen immer so die aktuellen Preise auf Steam. Da ist ja schon mal was ganz anderes hier, ne? Ein ganz anderes Kaliber. Nur mal, um jetzt irgendeinen Vergleich gemacht zu haben. Keine Sorge, ich habe mir da jetzt nichts rausgesucht. Komm, wir testen einfach noch eins. Wir nehmen jetzt dieses Klappmesser Tiger Tooth, 80 Euro in Fabrik neu. Auf Steam rangiert das gerade bei 120 Euro. Ist schon nicht schlecht. Und guck mal hier, das kenne ich gar nicht, diese andere Seite hier. Aber hier sind sogar 73 Cent mehr, ne? Naja, ich will euch eigentlich nur sagen, dass es hier recht günstige Angebote gibt und man ja mal durchschauen kann, wenn man gerade nach was sucht. Aber natürlich wird das im Endeffekt dir selbst überlassen, wo du deine Skins kaufst oder auch verkaufst. Klar. Guck mal, da so Fade-Dolch, ist auch nicht schlecht. Manchmal schaue ich so ein bisschen durch, einfach nur, was es halt so gibt, ne, und was man vielleicht dann wiederum als nächstes als Giveaway machen könnte und so weiter, weil ich halt da mit Skin Baron dann natürlich immer kurz so hin und her schreibe und ja. Und ja, dann einfach, was auch, wow, eine richtige Offensive an Tiger Tooth Aufbrechmessern. Wie findet ihr die eigentlich? Findet ihr die schick? Könnte man natürlich auch mal gucken, ne? Aber okay, genug berauscht, ja. Wobei eine Sache ist wirklich gar nicht mal so unwichtig noch zu erwähnen. Wenn ihr Case Openings macht und nach günstigen Schlüsseln sucht, dann guckt hier mal rein. Also die Schlüssel sind hier alle günstiger als auf Steam, außer einmal hatte ich diese Kapselschlüssel da.
Ja, die da. Die waren auf Steam günstiger. Ich dachte, hey, what the fuck? Aber sonst hatte ich es nie, dass irgendein Schlüssel hier teurer war oder gleich teuer war wie auf Steam. Die Dinger sind meistens ultra, ultra günstig. Die Schlüssel kosten auf Steam irgendwie 2,10 Euro oder 2,20 Euro und hier kosten sie halt dann 1,35 Euro. Also mitunter fast 1 Euro weniger, als du auf Steam zahlst. Daher der Tipp, wenn ihr Case Openings macht, guckt auf jeden Fall hier rein, was es so gibt. Das sieht dann so aus, ne? Und wenn ihr dann Schlüssel kauft, dann kauft ihr immer bei den günstigsten Schlüsseln. Es gibt noch 26 für 1,62 Euro, 394 für 1,63 Euro, 2, ne? Also wenn ich jetzt 27 kaufen würde, nur um das mal ganz kurz aufzudröseln, dann habe ich alle 26 für 1,62 Euro und einen für 1,63 Euro. Guckt da gerne mal rein, man kann schon echt Schnäppchen machen. An dieser Stelle natürlich ein großes Dankeschön an Skinbaron und die gesamte Belegschaft. Sehr edel, dass ihr mir diese Giveaways ermöglicht, das ist echt nice. Also euch als Partner zu haben, macht Spaß. Dieses Knife Giveaway ist wie gesagt am 6.7. gestartet, also vor 3 Tagen. Und es findet ausschließlich in den Livestreams statt, also auf Twitch. Wer da mitmachen will, kann gerne mal reingucken. Einfach Ausrufezeichen Giveaway eingeben, da ist auch nochmal alles erklärt. Ihr wisst ja, wann ich streame, jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Kommt einfach ran und schaut mal rein. Und jetzt kommen hier noch die Gewinner des letzten YouTube Giveaways. Killgamer HD, Matzes Kanal, SeppMerk68, Niklas Halbig und P. Jockel. Ihr 5 meldet euch bitte unter diesem Video. Oh, ich habe gewonnen, schön, aber noch ohne Trade-Link bitte. Und dann antworte ich auf euren Kommentar und erfrage dann den Trade-Link, immer als neuen Kommentar. Also wenn ich euch dann gefragt habe nach dem Trade-Link, schreibt ihr den bitte in den frischen Kommentar unter dieses Video und nicht als Antwort darunter, damit ich euren Kommentar einfach besser finde, weil er dann wieder ganz oben angesetzt ist. Soweit, so gut, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Haut ordentlich rein, Skinbaron, Dankeschön. Daumentechnisch wisst ihr Bescheid, brecht euch keinen ab, aber ciao, ciao.